Yeah! Neue Infos. Doch nicht, doch. Devil's Food. So, aha, gut, dann wissen wir jetzt ja wieder, worum es geht. Öfter mal ins Journal schauen, Ari. So. Das, der Fraß des Teufels. Rescue the people of Dyfed and Major's Daughter Seraphine from the Queen of Darkness. So, die erste Aufgabe ist, dass wir die übrig gebliebenen Leute, die Bevölkerung von Dyfed, retten, genauso wie die Tochter von dem Bürgermeister, die Seraphine. Denn die Queen of Darkness will die alle umbringen. Alles wunderbar. Und diese eine Viecher, die wir gegen den wir gerade gekämpft haben, der so viele Lebenspunkte hatte, die sind, glaube ich, von der Queen of Darkness durch irgendeine komische Suppe, haben die getrunken und sind dadurch stärker geworden. Und kommt eine ganze Armee auf uns zu und alles bam, 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 bam. So, continue to follow the trail of the villagers down deeper into the dungeon. Ja, wir sollen den Weg weitergehen. Die Bürger, wo wir die treffen. Die Bürger, ne? Hey. Das ist aber eine schöne Aussicht, muss ich sagen. Ha! Gut, mach den Weg frei und komm niemals wieder. Ne. Du bist einfach zu groß. Okay, I admit it. That thing intimidates even me. Think it's the Queen of Darkness? If that's the Queen, I sure as damn hell don't want to come across the King. Ja, was bei dem Spiel irgendwo aber auch schön ist, ist, dass die halt auch sagen, nee, Leute, ich habe darauf keinen Bock. Zum Beispiel, hö, ich will nicht von denen gefressen werden oder so, ne? Wieder kein Mana, verdammt. Das war eine dumme Idee. Naja. Das wird sich aber noch geben. Ja, Kedok hält mal alles auf. Kein Problem. Yeah, wunderbarer Schuss, Kollege. Aua, 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 aua. So, gibt's jetzt auch auf die Mütze im Nahkampf. Mütze, 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 gar, die Mütze. Scharmütze. Mütze, Mütze, auf die Mütze. Ah, und da sind wieder so viele. Nervig. Weniger. Ah, Mensch. Ja, falls ihr euch fragt, das ist so dunkel, man sieht so wenig. Ja, das ist auch leider bei mir der Fall. Deshalb mühe ich mich hier gerade auch ein bisschen ab. Den hätte ich hinrichten können. Hätte ich getroffen. Ah, noch weiter reinzoomen kann ich ja nicht, oder? Den, wow, ich bin noch zur Seite gegangen, verdammt. Den zu verlangsamen bringt's auch nicht. Vor allem, wenn er wieder weggeht. Nee, kein Bock. Wieso habe ich ihn jetzt daneben geschossen? Ach, immer wenn ihm irgendetwas zu nahe kommt. So, machen wir mal etwas Rüstungsdurchdringung. Dafür müssen wir treffen. Aber das macht zumindest Schaden. Yeah, das ist gut, das merke ich mir. Das ist gut. So, Schild, alles wunderbar, alles wunderbar. Der hat mir Pfeile gedroppt. Sehr schön. Hm, etwas zum Heilen. Gut, gut, das können wir noch gebrauchen. So, schauen wir mal lang. Da lang sollen wir gehen. Gut, hier ist aber auch noch ein Weg. Den würde ich mir dann auch gerne mal anschauen. Oh nein. Weg, ihr bösen Viecher. Mensch, ist das kein Auto zielen? Na, egal. Da war nichts drin. Verdammt. Ah, doch. Ah, die Scherbe. Gut, gut. Ich hab mich schon gewundert. So. Dann hoppeln wir hier mal weiter. Müssen gleich vielleicht aufstoßen. Dafür entschuldige ich mich jetzt schon.
Oder es passiert nichts und ich habe nie etwas gesagt. So. Man hört wieder Geräusche. Von komischen Viechern. Kommen die von oben oder? Ich habe so das. Oder kloppt sich Kettle gerade noch da oben? So. Ey, yeah. Da kann ich den nehmen. Ah, das war. Ja, die Steuerung kommt so langsam wieder in meinen Kopf. So, was ist mit Kaddock da oben? Der kloppt sich schon wieder, ne? Oh! Okay, der ist inaktiv. Stören wir ihn dabei mal nicht. Ah, nicht genug Mana. Bam! Und starker Angriff! Und starker Angriff! Und starker Angriff! Schaden bekommen! Und starker Angriff! Und langsamer Angriff! Und schneller Angriff! Und aua! Schaden bekommen! Und starker Angriff! Und das war ich nicht, der ihn gekillt hat. Egal. Starker Angriff! Und normaler Angriff! Kloppen wir den einfach mal kaputt! Der macht ja eh nichts. Hi! Der macht ja doch was. So, jetzt haben wir so gut wie keine Leben mehr übrig, aber das ist ja nicht schlimm. Wir haben ja den Kettock und wo auch immer die beiden Viecher gerade herkamen. Naja. Wir wissen schon mal, dass unten keine sind. Und ich weiß schon mal, dass ich jetzt wieder auf Fernkampf wechseln werde. Auch wenn ich jetzt einen extrem langsamen Bogen habe. Was mir allgemein nicht so gefallen soll, will, tut und tun. Ist hier sonst noch irgendetwas? Nein. Sonst hier ist alles nur dunkel. Alles dunkel. Kann man nichts sehen. Alles klar. Man kann nur geradeaus sprinten. Nur ganz leicht kann man seitlich. Damit man alleine nicht durchkommt. Damit das Spiel eigentlich ein Koop-Spiel ist. Kallik, look. I see. This way. Hurry. We can protect you. Please. No! Damn. Well, looks like we'll have to take the bridges one at a time. Wer hätte das gedacht? Dass die Brücke kaputt machen. Damit hat ja gar keiner gerechnet. Kann ich eigentlich noch weiter ziehen? Ja, das geht. Mit der starken Angriff-Taste. Na, komm hoch. Wieso nimmst du keinen Schaden? Bam. Ach so, weil ich nicht treffe. Sehr interessant. Yeah, geht doch. Kopfschuss. Oh, und Kaddock? Oh, der kloppt sich doch nicht. Wo bist du? Ich sehe dich nicht, du. Mein Gott. Hey, aber Kopftreffer. Na gut, der große Klopper bleibt einfach mal stehen. Na, komm. Ich gebe dir noch einen Kopfschuss. Und noch einer. Dann war's das. Sehr schön. Und dort hinten wartest du doch auch noch. Dort. Na, bleib stehen. Na bitte. Wunderbar. Endlich läuft der Fernkampf mal gut. So, das ist... Pickup. Ich noch ein bisschen stärker. Aber wie viel? 18 Pfeile habe ich davon noch. Okay. Okay. That's good. Wer hätte denn damit gerechnet, dass die Brücke kaputt geht, ne? Konnte ja keiner mitrechnen. Nein. Genauso. That rickety old thing can support a pack rat, let alone both of us. We'll have to take it one at a time. Okay. Der muss jetzt anscheinend drüben bleiben. Der, ist klar. Ich soll jetzt hier alleine rumdümpeln oder was? Au, au. Kann ich nochmal zurück? Nee, doch.
Was? Ach so. Ja, und jetzt bin ich wahrscheinlich tot. Was war das für ein interessanter Kreis, der da gerade kam? Also Super Saiyajin Power! Nein! Keine Ahnung, aber das kam vorher noch gar nicht. Und das läuft nicht gut. Ach, das ist für Wiederbelebung? Das kann gut sein. Kommt hier eine unendliche Welle oder? Ach, dammit. Dammit. Ach, einfach mal durchkämpfen. Viel bleibt ja nicht übrig. Oh, verdammt, verdammt. Laufen. Nein! Nein! Komm her, ich habe Vials. Ja, ich sterb so oft, der Kacke. If you wait much longer, I'm worm food. Ja, Hauptsache der hat noch Mana. Na komm runter. Los, zack. Gott. Anscheinend kommen unendlich viele. So, okay. Los, gehen wir so dadurch. Ich habe vorhin etwas Panik bekommen, als ich allein über die Brücke gegangen bin und dann, ja, stand ich dem einen Dicken da gegenüber und als Elara ist das nicht so vorteilhaft. Ach komm schon. Kedok, mach mal was. Du bist der Klopper. Du musst in den Nahkampf gehen. Ach! Wo? Von wo? Von, ach da! Dort oben! Ja, komm mir nochmal hoch! Wieso? Ah, ich schieß die ganze Zeit gegen die Scheiß... gegen das Scheiß Holz! Nein, nicht du schon wieder! Ah. Wir hatten gesagt, gegen dich ist Nummer 3 gut. Ah, dann verschwindet der auch schnell wieder, oder? Was? Wo? Boah, man muss mit Pfeil und Bogen so genau zielen, dass es nicht mehr feierlich ist. Diesmal nicht von mir. Hey, gut gemacht. Sehr schön, Kedok. So kann das weitergehen. Und ich muss aufpassen mit meinen Lebenspunkten. Hör auf, so rumzugehen. Wow! Nein! Ja, schmeiß die Viole! Schmeiß sie! Yes! Und daneben geschossen. Sehr gut. So, alles aufnehmen, alles aufnehmen. Aber das komische Vieh kommt jetzt bestimmt wieder runter teleportiert, ne? Ne? So wie ich das kenne. Ne? Lalladadam. Oder bleibt oben auch alles. Au! Was macht mir so viel Schaden? Oh, ich... Na, geh hinter die Deckung, Mädel. Verdammt. Die Steuerung mag mich gerade nicht. Kedok, hast du noch was übrig? Not much time, Kedok. Help me. Yeah. Same. So. What would I do without you? No. I run out of money. Das war's mit dem? Ja, der Umweg nach unten war ein bisschen
unvorteilhaft. Ach ja, das hätte man auch in die Luft sprengen können. Hätte ich das vorher gesehen und getroffen. Ach, dammit. Dammit. Ja, ich hatte es vorhin ja auch schon mal angefangen zu sagen. Das Spiel ist ja auch gut dafür ausgemacht, ein Together-Drop.